Herzlich willkommen bei Ark Aberration und Matzes und Hippos Dödi Zuchtstation. Heute und in den nächsten Folgen werdet ihr nur das Züchten von Dödis sehen. Oh, ausschließlich. bei Matze und bei, ich möchte das sofort einführen. Nein, bei allen. Aha. Es werden nur Dödis gezeigt. Nur noch. Mhm. Naja. Und beim Züchten helfen dürfen ab und zu die Sinde. Hi. Der Xar. Nein. Der Koja. Hallo. Und die Kya, die bewacht das alles im Chat. Hallo. Hippo. Ja, den Matze habe ich ja schon erwähnt. Ja, der Matze, der macht das ja mit mir zusammen. Den Namen, also Matze, hallo. Hallo. Hippo, aber die anderen müssen natürlich erst ein Zertifikat ablegen, dass sie überhaupt geeignet sind, sich um Dödis zu kümmern. Ja, die dürfen ja nur, ich habe ja gesagt, die dürfen nur helfen. Achso, die dürfen Wasser bringen, Essen bringen. Genau, richtig, genau. Sinde. Ich habe pinke Haare, das gilt, das reicht ja wohl. Du hast pinke Haare und du bist ein Doppelgänger von dem schönen Balbi hier. Das haben wir schon festgestellt. Ja, nicht ganz. Er redet dich irgendwie nur noch mit Mami an. Dabei siehst du aus wie er. Ich? Ja. Mutti. Ich guck weiter und du hast das gleiche Gesicht. Also eindeutig dieselben Augen. Er hat die Augen von mir. Und die Zunge. Ganz genau. Die Frisur, okay, gebe ich zu. Ja. Ach, und ich habe wieder die Tippi-Benachrichtigung vergessen auszumachen. Bluthochdruck, dankeschön. Einen schönen Abend. Jetzt sind sie aber aus und wir holen das nach dann in den Folgenpausen. Ja, ich meine, wenn das ja nur ab und zu mal passiert, ist das ja okay. Ja, das ist, passiert mir sonst nie. Ja, eben, deswegen ist das ja völlig in Ordnung. Ja, Xar hat diesen wunderschönen Balbe hier angeschleppt. Wunderschön. Ja, ausgerechnet Xar. Und ich hab ihm dann gleich auch eine schöne Frisur verpasst, ja. Damit er. Ja, wir haben schon gesagt, das ist das Sinde-Cosplay. Ja. Träumchen. Ja, sieht richtig gut aus. Und da das noch nicht schön genug ist, habe ich mir gedacht, den muss man auch direkt mit einem Grünen verpaaren. Und in 2 Minuten und 40 Sekunden wird es hier alle Bildschirme dieser Welt sprengen. Wenn ihr wollt, solltet ihr. Das war Hippo. Alles gut, ich bin gelandet. Der Adler ist gelandet, Alter. Oh nee, oder? Ja, also wenn ihr wollt, dann könnt ihr herkommen. In 2 Minuten geht's hier ordentlich rund. Ansonsten ist momentan noch das Valentins-Event am Start. Und wir werden viele, viele bunte Dinos versuchen zu zähmen. Vor allen Dingen. Ja, Dödis. Vor allen Dingen, nein. Doch. Keine Dödis, aber das weiß er noch nicht. Was? Rocktrakes und Ravagers und Spinos und Dodos und Dödis und Balbis. Dödis. Und Clowtails. Oh, so eine rosa Ziege, hä? Das wäre auch noch was. Scheinhorn. Oder so ein rosa Vogel. Hält mir was ein. Bola. Ach, ich hab Bolas. Gut. Bola mi. Oh Mann. Nein, ich mach's nicht. Bin ja schon ruhig. Bolas habe ich auch ausgerüstet. Wir haben eigentlich eine ganz gute Zähmausrüstung jetzt so am Start. Also von daher kann es losgehen, sobald der Balbi Hallo sagt. Und ich weiß noch nicht so ganz, ich glaube. Keine Dödis. Ist der Chat schreibt auch gerade keine Dödis. Oh, da gibt's was? Wer schreibt das? Was? Auch noch. Hashtag mehr Dödis für Mazippo. Also ich habe da noch einen kleinen Freund für den Balbi mitgebracht. Ja, das sagt aber auch hier nur der Spezialtrinker, ne? Also darunter steht hier mehr Dödis für Matze Hippo. Oder Mazippo. komplett in Pink. Ach Leute. Nee, also Xar ist heute für die schönen Dinos verantwortlich. Ja. Was hat der so für... Ach, okay, Pinky? Ja. Come on Brain. Er ist halt Level schön. Haben wir einen grünen Dodo? Warte mal. Wir haben eigentlich nur 2 Dodos und die sind normal. Ibze. Also ich geb dir gleich mal hier. Ibze. Ich hab schon nicht ausspielen, nicht auf den Chat. Ich hab schon Fleisch in den Bulbi reingeschmissen, ne? Okay, das ist sehr aufmerksam. Nehme ich mir gerade mal ein Stack. In 20 Sekunden wird's sehr, sehr hässlich.
macht euer Licht aus, ansonsten ist es unerträglich. Moment mal. So, aus, das ist an. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Los! Ach, ach du Scheiße. Vor allem dieses grüne Lämpchen oben dran. Ah, nein, geil! Die sind ja mega. Oh Gott. Genau, die zwei Farben erwischt. Genau so wollte ich es haben. Ja. Gehst du mal kurz wechseln? Oh Gott, wie hässlich. Sind die, geh mal kurz, dass der da laufen kann, genau. Ja, Axel hat schon recht, das Beste ist die grüne Lampe vor der Nase. Ich claim den zweiten nicht. Ich will sowas nicht. Ja komm, wir hatten, komm, claim den bitte. Na gut. Wo ist er denn? Oh nein, das ist nicht zu retten. Wenn ich dir mal drankommen würde, würde ich das glatt machen, ja. Vor allem die Augenringe, ich finde die Augenringe am besten. Hast du? Ich finde es echt am besten, dass der grüne Augenringe. Ja, mega. Jemand was zu futtern dabei? Im großen Balbi ist was zu futtern, Mats. Einfach das Fleisch daraus nehmen. Also Stimme geht, glaube ich, echt nicht. Das ist das geilste, die geilste Mischung, die es hätte geben können, ja. Vor allem sieht es aus, als hätte so einen grünen Lippenstift auch noch. Ja, genau, so tut es richtig. Grüne Lipgloss. Wunderhässlich, genau. Wunderhässlich, ja. Komm, hol den Kleinen da mal raus. Komm her. So. Oh Mann. Der Knaller. Echter Hammer, im wahrsten Sinne Knaller, ja. Sind das Weiblein und Männlein? Könnt ihr weiter züchten? Das sind Weiblein, nee, Männlein und Männlein leider. Aber also ich finde, das macht das echt viel besser. Was? Baby wunderhässlich. Baby wunderhässlich. Namensvorschläge werden angenommen. Matze, kannst du mal kurz rausgehen, dass ich auch so ein Foto von den Zwillingen machen kann? Diese dusselige Maske von dir noch mit dem Bild, das ist unglaublich. Ja. Ach komm, der Kackhaufen daneben gehört irgendwie auch dazu. Warum ist das schon wieder so hell hier? Also, wenn man von diesem Bild nicht auf der Stelle blind wird, dann weiß ich auch nicht. Das ist mir alles zu bunt hier. Nee, ich finde das cool. Es hat genau die richtigen Farben erwischt. Das ist besser geht's nicht. Es ist wirklich. Ich krepier gerade. Das ist nur. Augenkrebs. Dann lass ihn mal stehen. Alter. Nenn ihn Choke. Sorry, ich wusste gar nicht. Der ist nicht auf Follow, der ist noch auf Wandering. Also ich mache auch diese Cinti-Cosplay gerade echt kaputt. Warte, ich kann den nicht abstellen, wenn du da drin hängst. Ja, bleib doch mal locker. Behavior Disable Wandering. So. Und bei dem müssen wir wahrscheinlich auch noch Disable Wandering machen. Er hat es auch noch an, obwohl er es nicht tut. So, ach wie genial. Also, das hat jetzt echt übertroffen, was ich erwartet habe. Ich bin geschockt. Das ist so ein Zwischenstadium. Zwischen geschockt und wenn das ist halt. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz am Dödi-Stadion weiterbauen. Ja, ich muss hier weg. Das ist zu viel. Bei mir im Chat wurde gerade vorgeschlagen, den sollten wir mitnehmen zur Reaper Queen. Die ist auch geschockt. Die ist sofort gestunt, wenn sie den. Genau. Ja. Dauerhaft gestunt. Was passiert das, wenn wir beide mitnehmen? Das ist so ein Versteinerungsfluch dann. Unglaublich. Also du könntest den Balbi Medusa nennen. Versteinert beim Anblick. Ja, das ist Albtraum Aphrodite. Das ist der LSD-Balbi. Alter. Ich finde keine Worte. Mir fehlen die Worte. Ach ja, schön. Schön. Ich weiß nicht. Ja, genau, nenn ihn doch einfach schön. Das ist jetzt schön, ja. Ach, das ist pink, schön. Pink ist das neue Schön. Pink ist das. Watered Fleisch und dem hier. Ja. Heute schon gepinkt. Ich fürchte, wir müssen nochmal. Also, ich fürchte, wir müssen die Eltern nochmal verpaaren, dass wir noch ein Weibchen in dieser Farbgebung kriegen und dann noch weiter züchten. Ahoi.
Das geht gar nicht. Ich kann meinen Blick nicht davon lassen. Geht's dir auch so? Ja, das ist sicher so eine Art Ekelfaszination. Ja, es kommt dahin. Also, es kommt hin. So, jetzt haben sie schon mal ordentlich Fleisch drin. Wenn wir gleich noch ein bisschen warten, dass die. Warte mal, die gehen recht schnell, ne? 3,2% schon. Wir haben ja das Valentins-Event, das heißt, das beschleunigt unsere ohnehin schon hohen Settings, glaube ich, nochmals. Ja, da sind wir schon bei über 3%. Das heißt, da können wir gleich aufbrechen. Hier, dein Opi steht richtig gut. Ne? Finde ich auch. Aber schön, dass du es gesehen hast. Ja. Wäre fast dran vorbeigelaufen. Pink Fluffy Balbi Dog. Habt ihr nur einen Gummianzug mit oder zwei? Ich habe nur einen an, nur gegen Pilz. Ja, ich habe auch noch einen bei. Ins rosa Gebiet da runter oder so. Das hier, der mich geclaimed hat? Ja. Find das gut. Pink Fluffy Balbi Dog. Finde ich gut. Options, change name, pink, wie war's? Pink Fluffy Balbi Dog, ja genau. Ja. Balbi mit Y oder mit I? Balbi mit I? Mit Y? Balbi? Balbi? Mit I, Y. Mit I, Y? Okay. I, Y. Machen wir noch. Groß. Sehr schön. Wenn du groß bist, dann wirst du richtig hässlich. Kommst du. Jetzt bist du noch ein süßes Baby. Wenn du groß bist, bist du hässlich. Man muss ihn doch lieb haben. Geht doch gar nicht anders. So, okay. Jetzt haben sie ordentlich Fleisch, dann können wir schon mal rüber. Die Drachen satteln. Oh Gott. Hm? Hast du gefunden? Und es ist. Ah, oh, no, schade, eine Level 28, aber eine pink-rote Rollwelt. Oh. Wie war das? Ein Gummianzug brauche ich noch, oder wie? Ja. Zieh mal einen an. Safety first, heißt ja. Sige ist Sige. So, mein guter Drachen mit 358% Damage. Das ist schon echt. Ja, mal nochmal da drauf. Ja, ein bisschen Leben. Weg. Auch weg. Wo sind denn die versteckt? Welche Drachen? Die Drachen? Zweiten. Achso. Zweiten. Was meinst du? Da, ja. Der Dodo ist. Es kann nicht genug Dodon, aber noch weniger genug Dödin. Ist aber ein ganz normaler Dodo. Also so einen bunten Spino brauchen wir schon auch noch. Habe ich jetzt aber noch keinen wirklich gesehen. Also zumindest bei keinen, den es sich lohnen würde. Ja, lohnen leider nicht, aber gesehen hatte ich einige. Hier unten am Wasserfall direkt war vorhin noch ein ganz knallroter, aber. Hat's wahrscheinlich auch schon gehimmelt. Also die haben zwar nicht weggenascht, aber kann durchaus sein, dass es ihn zerlegt hat. Gut, wollen wir aufsatteln? Ich fülle jetzt noch einmal die Balbis auf und dann können wir los. Wollen wir uns aufteilen oder wollen wir irgendwie versuchen zusammen loszudonnern? Ich denke, jeder sucht alleine, wer was findet, dann kommt der Rest dazu. Ja, weil das ist das zumindest gut zum Technik. Das klappt bestimmt gut. Wie soll ich sagen, wo ich bin? Ja, ganz einfach. Ich bin hier, ich habe was gefunden. Genau. Super. Okay. Der Pin so ist immer noch nicht auf der Karte, also von daher. Oder wir ziehen wenigstens in Zwoer-Teams los. Dann kann, also, dass wir immer sagen, wir besetzen einen Flugdrachen mit zwei Leuten. Achso, das geht natürlich auch noch. Aber dann kann man eigentlich alles zähmen. Geht nur schwer auf mit 5 durch 2. Ja. Ich komme mit dem letzten. Achso. Na, ihr könnt aber auch den Tipp vom letzten Mal nehmen, Foundation und Bett mitnehmen. Und dann kann man da ja gucken. Oder ein GPS, aber das wäre viel zu einfach. Ja, oder ich bleibe alleine und finde euch ohnehin. Wenn ihr mir halbwegs beschreiben könnt, wo ihr seid.
Nee, das können wir nicht. Freund, hält mal den Ball ganz flach. Was ist das? Ich glaube, ihr habt letzte Mal 3 Folgen lang eure Leichen gesucht. Eine nur. Nicht Arnold, nicht Arnold. Es waren aber gefühlt die 3. Ja, das war eine super Idee, Matze. Das entwirrst du. Viel Spaß. Ciao. Sehen die nicht auf, Ich nicht, also bitte. Das entwirrst du. Kindergarten da. Was macht ihr denn da jetzt? Was ist denn? Der hat einen Dino-Knoten bei Excellence gemacht. Der ja, ist doch Matze. Schön. Schau mal ist deine doch Dödis schön, an. Dann ist dann wenigstens mal wieder was los hier. Ja. Dödis? Wieso Dödis? Was ist mit den Dödis? Ach, na ja, die haben sich nicht so verteilt. Die stehen scheinbar auf Passiv oder war zu weit weg. Ja, dann will jemand bei mir mit draufsatteln oder nicht? Lieber nicht. Ja. Ich würde gerne mehr drauf hatte. So. Nein, der gerade das Maul aufgerissen hat, ne? Vergiss es der bleibt einfach. Jetzt genau da liegen, wo er jetzt ist. Ich habe das jetzt letzte nackt Mal, und zu Fuß kannst, hinlaufen. Du kannst dich auf einen Sattel setzen, wo auch immer du willst, Xar. Aber ich nehme dich nicht mehr mit. Das hat man das letzte Mal. Vergiss es. Nee, du läufst da jetzt nackt hin. Ist mir scheißegal, wie lange das dauert. Pilze. Nein, also ja, Pilzsporen. Aha. Aber also keine roten Pilze, sondern die halt so rumschweben, die man eigentlich nicht wirklich. Und lass mich raten, du hast keinen Gummianzug mitgenommen. Doch, ich hab ihn an, ich hatte aber vorher den Helm abgesetzt, ja, um einen schönen Screenshot von den Ballbiesen zu machen. Das ist übrigens noch intelligenter. Ja, also ich bin im Gegensatz zu Xar, bin ich mittlerweile der absolute Vollpro in diesem Game geworden hier. Ja, also ich finde, jetzt darf Sinde oder Matze oder Hippo Xar durch die Gegend spazieren. Ich such, ja, der sucht den anderen Doofen. Und du nimmst nicht meinen Saphiro, das kannst du glauben. Nee, will jemand bei mir mit auf den Sattel oder nicht? Ja, komm Xar, wo bist denn? Ich bin hier irgendwo zwischen hunderten Viechern und kann mich nicht bewegen, weil... Ja, Matze hat da einen kleinen Knoten gemacht, ja. Ah, hier geht's raus. Ich hab das alles vorbereitet für Xar. Also das ist irgendwie Kinostapeln für Profis. Absolut. Xar ist hier oben beim Drachen. Also, will jemand bei mir mit drauf oder nicht? Bei mir will keiner mit drauf. Warum fliegen wir nicht jeder mit dem Drachen? Weil man sich dann ganz schnell verliert und du zuallererst. Aber das war nett gemeint. Nee, wir können auch jeder allein fliegen. Wo bist du denn jetzt, Xar? Ja, hier drüben beim Spinopuff. Habe ich doch eben schon gesagt. Ja, ich stehe doch hier beim Spinopuff. Dann setz dich doch mal hier drauf. Und dann sag mir, wohin. Ja, nee, er sagt dir bestimmt ganz schnell, wohin. Ja, also du fliegst jetzt erstmal den Fluss runter. Top, ja. Geht nicht gut. Hippo, ich sehe deinen Namen auch schon irgendwie gleich. Ja, ja. Hast du einen Gummianzug an jetzt, ne? Ja. Ja, dann ist gut. Ich entwirre die bei Dinos. Muss wenigstens nicht dieselben Fehler machen wie ich. Ich versuch's. Das ist eine Schildkröte, ich dachte, es wäre ein Bär. Gott, der ist ein knallroter Spino da unten. Oh, ja, roter Günni, ja aber den willst du bestimmt nicht. Mehr ganz Teile 4 sehen. Roter Günni. Eher rosa oder pink, ne? Ja, roter Günni haben wir ja im Grunde genommen schon, weißt du? Mhm. Das ist ja nichts Großes Neues. Fliegen wir jetzt den Wasserfall runter? Ich bin jetzt den Wasserfall runter. Weiter Fluss? Ja, weiter runter. Also rosa Krabbe, roter Spino. Ja, genau, bei dem bin ich. Da hänge ich oben drüber. Der ist 68, der Spino. Aber wenn ich das so sehe, ist der gleich tot. Ja, der ist tot. Umfliegt ein rosa. Die rote Krabbe ist interessant. Na gut, weiter die Schlucht runter. Den Fluss entlang, mal schauen. So, dann kannst du es eigentlich rechts mal die Klippe hoch. Rechts hier die Klippe hoch? Okay. Ja, oder auch links, ist eigentlich egal. Na, Moment, ich brauche mal eben kurz ein bisschen Stamina. Was machst du denn, Drachen? Mann, manchmal springt der nur von einer Schluchtecke zur anderen. So. Was ist das da? Achso, ein pinker Manta, ein Toter. Noch höher oder reicht die warte mal. Ach du Scheiße. Bist du. Nee, bist nicht bei mir. Also unten links unten neben uns ist der Fluss, ne? Ja, weiß ich. Seid ihr das da oder ist das Sinde? Gegenüber von mir. Wechsel mal die Schlucht rüber. Ich sehe da unten jetzt den pinken Stego und den pinken Paracer. Ja, das pinke Paracer ist schön, oder?
Sehr fein. nein? Und jetzt, nein? Genau, hinter dich laufen. Also 180 Grad. 180 Grad Umluft? 180 Grad Umluft, ganz genau. Alles klar. Hab ich jetzt immer das Scope? Okay, da vorne ist der pinke Spino. Das ist, dürfte aber ein aber kleiner sein. Aber hier oben auf der Klippe bleiben, oder was? Ich mal hier mal links ab. Ja, auf der Höhe mal bleiben. Also ich muss sagen, ich bin ja für das Experiment. Ich fliege jetzt einfach los, suche was und sage euch danach, wo ich bin, wenn ich was habe. Ja, Matze, das wird bestimmt gut. Das sieht auch interessant aus hier, der Stego, ne? Ja, da können ein paar mit rum, die so krasse pinke Dinger haben. Versuch dich an markanten Punkten zu halten, hier ist ein totes... Sack. Ich glaube, der ist tot. Da ist ein Ravager. Oh, ein Ravager in knallrot und leuchtend. Das heißt, der ist der Packleader. Sind wir doch richtig, Sa? Geht das jetzt schon los? Ja, wir müssen jetzt noch eine Etage höher. Noch eine Etage höher, okay. Ja, aber geh an der Seite hoch, nicht auf die Brücke hoch. Oh ja, Ravager Level 40. Ne, ist bestimmt gut. Also am besten direkt hier hochklettern. Das Deko sieht auch sehr furchtbar aus. Bist du schon an der Gabelung oder noch an der Gabelung hinten? Bin ich links abgebogen und da direkt ein paar Meter weiter. Warte, stopp. Du dürftest jetzt gleich Zahlen sehen. Ich habe dann kurz. Lauf mal noch einen Schritt vor. Lunch unten im Fluss. Bin ich. Also, meine Leiche müsste. Rechts von hier sein, aber hier sind schon Pilzspawn, ich habe jetzt keinen Helm bei. Bist du da, Sinda? Ansonsten treffen wir uns beide. Das ist mir scheißegal. Ja, dann bin ich gleich wieder, du Eimer. Ja, deswegen sag ich ja, das ist mir scheißegal. Sinda? Ja. Ja. Bist du noch an der Gabelung oder wo treibst du dich? Ja, ich bin nach links. Du, Xar. Ja, bin ich auch. Du musst mir schon sagen, wo ich hin muss. Hier ist rechts jetzt Ende, weiter geht nicht. Ja, es ist nicht ganz so einfach hier, wenn alles rüberkelt und du nicht stillhältst. Ja, ich bewege mich nicht, ich lasse meine Tastatur los. Ja, ich hab hier einen Bären. Wenigstens Bär schön, oder? Ja, du hast gesagt, ich soll nach rechts gehen. Das habe ich gemacht, jetzt bin ich hier an der Klippe. Und du? Aber. Ja, Rosa ist aber nicht. Ich bewege mich nicht. Das ist schön, den zuzuhauen. Ach nee, der ist nur 48, dann. Oh nee. Dann nicht. Ja, weißt, sag, wo müssen wir lang? Lauf eine 45 Grad Schleife nach rechts, wieder 180 Grad nach rechts und jetzt nur hier Sah, wohin. Sah, jetzt also bitte nicht, dass sie jetzt noch sagen, dass es irgendwie ein Antrag dran schuld ist, ja? Ja, das möchte ich doch wohl auch so festhalten. Ich habe nur genau das gesagt, was du mir gesagt hast. Ja, schon. Also dann dreh um. Ach ja, wieder 180 Grad Umluft, verstehe. Also genau. Wenn ich mich in meinem Kreis drehe, dann kommen wir nirgendwo an. Echt? Also dann jetzt nochmal 180 Grad Umluft? Ja. In weiter Fluss abwärts sind, ne? Oh, ich sehe dich. Rosa Stego. Das ist ein Traum mit den Beinen. Das ist allein, wenn man zuhört. Super. Mhm. Also hier ist ja jetzt ein Para mit Level 104, der pink oben drauf ist mit rotem Kram. Mhm. Para. Ich spiele einen Absatz. Saurus oder Paracer? Bitte? Parasaurus oder Paracer? Ja, das war mein Fehler, Moritz. Parasaurus. Ja, dann zähm ihn. Was? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ab wann du die hübsch findest. Naja, ich kann mich da noch nicht so reindenken. Ab Level 104. Nein. So, jetzt sind wir ab oben. Ab Level 104, wenn irgendwo ein bisschen pink wieder, bei kriegst ist. Kriegst du eigentlich hier jetzt gerade Schaden, wo wir sind? Nein, sonst wäre ich schon tot. Achso, okay. Wenn er halbwegs schön aussieht. Also hier unten unter uns ist jetzt der Fluss, okay. Ne? Boah, Mann. Ja, weiß ich. Warte, dreh dich mal kurz ein bisschen zur Seite, dass ich auch was sehe, weil ich habe hier nur Flügel und Rücken im Gesicht. So? Auch nur an Level 8 der Raptor. Wenn wir den Fluss immer weiter flussabwärts folgen sind, dann kommen wir ja an den Übergang zum blauen Gebiet. Mhm. Da könnten wir ja dann auch noch einen Abstecher runter machen, dann gleich, wenn wir uns da vorne treffen. Das sind ja dann die Sindefalls. Kann man noch so einen Tacken hier so. Siehst du so mehr? Jein. Dann könnte man dann. Ja, dann flieg jetzt mal geradeaus rüber. Auf die andere Seite wieder rüber, okay. Parasaurus in Pink hätte ich. Okay, bin ich. Ja, und glaub, wahrscheinlich schöner aus. Als der, den ich hier habe. Level schön wieder. Level schön allerdings nur, ja, Level 32 oder sowas. Aber von hier ja, eine Parasaurus. Soll ich den nach Hause mitbringen hier? Ja, weiß nicht, wenn das noch direkt vor der Basis ist, könntest du es machen. Es ist im Anfängergebiet. Im Anfängergebiet.
Ja. Oben auf der Rampe. Wenn du meinst, dass man da mit einem roten und einem grünen reingezüchtet, was Lustiges an Farbkombo. Ja, das sind wir hier am Seexer. Ich geh mal looten eben. Also der Überzeugung bin ich, dass das geht. Ne, dann Günnis immer einpacken. Wir sind allerdings wieder am Folgenende angelangt. Was schon? Ja. Was? Dann kletter mal eine Etage höher. Jetzt direkt links auch, von uns. Ich bin auch am Kartenende direkt angelangt. Direkt links von uns eine Etage höher. Ja, so verstanden. So am Ende der... Was? Warum? Das gefällt mir nicht. Was ist los? Der Wasserfall war da schon zu Ende. Jetzt weiß ich, warum das Sindefall heißt. Was ist denn Skoyafall? Ja. Da ist, ich dachte, ich stehe noch locker im Wasser da oben. Hab ich auch gedacht. Ich bin mir nicht so sicher, ob es hier noch eine obere Etage gibt. Ja, nee, ich meine schon die Etage. Bist du schon unten, oder? Nee, ich bin oben jetzt wieder. Das geht ja mit denen zum Glück schnell. Ja, nicht so weit hoch, meinte ich. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, vielleicht haben sich dann Xar und Hippo auch irgendwo endgültig erschossen gegenseitig oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir dann die Suche fortsetzen. Vielleicht Megalosaurus in Pink. Wäre ja schön. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschö. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, dann.